Let's Play. So, und da sind wir auch schon wieder von, ja, Beat Challenge und natürlich mal wieder jede Woche aufs Neue hier mit mir, Wayne, the Presenter. Ja, wie ihr seht, ich habe das diesmal ein bisschen anders aufgebaut. Normalerweise sieht man ja immer erst, wie ich dann halt hier reingehe, wie ich das dann größer mache und naja, letztendlich, wie ich das dann auch zeige, wie ich die ganzen Geschenke kriege und wer natürlich gewonnen hat. Ich habe mir jetzt gedacht, das machen wir jetzt ein bisschen anders, denn Facebook hat momentan so ein paar kleine Macken irgendwie. Denn jedes Mal, wenn ich dann Geschenke verteile, dann muss ich das immer wieder hinzufügen. Also sprich, ich muss den Leuten eine Anfrage stellen. Und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf, weil das echt zu lästig ist. Und deswegen mache ich es in Zukunft so. Ich werde das jetzt einfach so machen, dass man vorne am Startbildschirm das jetzt so anfängt. Und dann starte ich einfach rein in die ganze Sache und zeige natürlich dann, wer denn letzte Woche von euch tollen Fügesoldaten gewonnen hat. So, dann zeigen wir das gleich mal. Also, letzte Woche hat gewonnen der gute, ja, wie spricht man den aus? Ian, ich weiß es nicht, Ian, schreibe ich mal an, ja, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, muss ich mal nachfragen. Auf jeden Fall der gute Ian, ist der Erste geworden, ist Platz 1 geworden, dann kommt der gute Rakesh auf Platz 2 und dann als Dritter Konstantin, was übrigens ein Neuzugang ist. Ich habe generell die Woche irgendwie ein paar neue Leute dazu bekommen. Also auf jeden Fall Konstantin, Ian und Rakesh. Herzlichen Glückwunsch, congratulations. Und jetzt zeige ich einfach mal, wer denn letzte Woche alles neu dazugekommen ist. Nämlich, wie gesagt, der Konstantin, den haben wir hier. Dann, wo ist er? Oder sie, oder wie auch immer. Salvius ist neu mit dazugekommen. Und ja, dann M. Ali Zainuddin. Mr. Ali, ich würde dich jetzt einfach mal Mr. Ali nennen. Schön, dass er mit am Start seid und wie ihr seht, ist die Woche proppenvoll. Ich meine, ich bin echt froh darüber, dass so viele mitmachen, dass immer noch so viele mit dabei sind. Also mittlerweile hier echt die ganze Reihe runter ohne Ende. Ich werd bekloppt. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist jetzt hier irgendwie die Woche von... Hä? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube, das ist das von letzter Woche. Ja, ich glaube, das ist das von letzter Woche, weil ich habe ja noch gar keine Level gemacht, weil hier schon Punkte bei mir stehen. Ja, auf jeden Fall, das sagen wir jetzt einfach mal so. So, ich gehe mal zurück. Also, genau, das ist die neue Woche. Und da ist die Hütte auch wieder proppenvoll. Ja, bis zu 20 Leute mittlerweile, oder in dem Falle 18 Leute, finde ich super, super, super toll, dass er da immer noch am Start seid. Auch hier die gute Mini ist auch wieder neu mit dazugekommen. Müsste ich auch mal noch demnächst kennenlernen, wer das denn überhaupt ist. Und ja, ansonsten Petra wieder mit am Start. Ya, Frank, Konstantin, Ajinkia, Imran, Blake, unser tolle Brite Noel, Dick ist auch wieder mit am Start. Super. Jill Herm, Wade und der gute allmächtige Gott Retro Mask ist auch wieder mit dabei. Und der Iva. Ja, Iva, was ist denn da los, Menschen? So langsam macht es mir so ein bisschen Sorgen. Aber naja, gut, ich warte mal noch ein bisschen ab, weil, wie gesagt, ich sag's ja jede Woche aufs Neue. Du bist ja dafür bekannt, dass du immer erst am Ende der Woche zuschlägst. Lass uns überraschen. Ja, dann Jessica und natürlich die gute Lee ist wieder mit am Start. Ich grüße euch. Schönen guten Tag zu einem neuen Let's Play von Angry Birds Woche 90. Und in dem Falle würde ich jetzt erstmal mit dem allerersten Level starten. Und dann gucken wir uns das mal an. So, was haben wir denn jetzt hier? Also, TNT finde ich schon mal geil. Und dann schauen wir mal, was wir hier reißen können. Ich würde jetzt einfach mal von oben versuchen reinzuknallen. Im Übrigen habe ich natürlich ja versucht, die Woche ein bisschen zu sammeln an Birdcoins, wie man ja sehen kann hier oben. Und auch hier so ein bisschen. Ich habe nichts ausgegeben, gar nichts. Weil ich würde es endlich mal ein bisschen mitziehen können. Und nicht immer nur... Naja, so Platz 8 oder Platz 7. Ich will mal versuchen, echt so ein bisschen auf Platz 4 oder 5 zu kommen. Das wäre so geil. Ja, keine 3 Sterne. Machen wir gleich nochmal. Hier, vor allem bis hier. Platz 19 und dann... Leute, hallo. Das muss ich auf jeden Fall strikt ändern. Und jetzt hier den noch. Nein! Wobei, so geht's auch. Ja, ist er nicht tot gegangen? Finde ich jetzt ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ah, hier, komm, erstes Level, gleich ein super Mad-Fan am Start. Oh, ich bin wieder da! Ja, liebe Leute, ich war so krank gewesen, ich musste mich erstmal erholen. Aber jetzt, in aller Frische, nur für euch,
werde ich hier wieder das Beste vom Besten wegvögeln. Ja, dann mach das mal, Maddie, und gib mir Bestes, zeig mir alles, was du kannst, denn du bist ja jetzt frisch erholt. Okay. Ready? Geht's! Supermassive! Ja, das war jetzt aber auch nicht so der Knaller, mein Guter. Mhm. Ja, hättest du auch besser machen können. Naja, weißt du, ich bin jetzt so lange nicht da gewesen, ich muss mich jetzt mal wieder dran gewöhnen. Ist okay. Werde ich mal nicht so sein. Auf jeden Fall 122.000, das ist schon mal eine schicke Zahl. Und ich hier sehe Petra und Blake und Imran und Matt, oder in dem Fall Wade oder Mini. Wird enge. Aber gut, nächstes Level. Das Level kenne ich sogar schon, das hatten wir schon mal irgendwo gehabt. Da, ich glaube, da mache ich es erstmal hier rüber. Hier so in dem Style. Ja, hier, komm, machen wir nochmal neu. Alle Anfang ist schwer. Jetzt aber. So, das sieht schon mal ganz lustig aus. Das war jetzt nicht so lustig. Was haben wir denn jetzt da? Also 81.000 ist mindestens das, was ich vom Redbird erreichen muss. 87.000 Latt. Ja, wait. Was ist los? Wieder zu viel am WoW zocken oder wie? Okay, gut, das war dann auch mal eine klare Aussage. Alles klar, du bist halt anscheinend nicht so gesprächig. Gut, dann nächste Woche vielleicht ein bisschen besser. Ich weiß es nicht. Lass mich überraschen. Ah, das Level ist jetzt hier aber auch so ein bisschen abgekackt, oder? Also irgendwie. Das Ding ist halt, ich würde jetzt nicht unbedingt wieder meine ganzen Power-Ups vergeuden. Weil jedes Mal aufs Neue darf ich jede Woche kämpfen und kämpfen und kämpfen, dass ich immer. Ja, keine Ahnung, ein bisschen höher komme. Und das ist halt echt scheiße, wenn man dann keine Power-Ups hat. Daher auch das ganze Sammeln. So. Ach komm. Machen wir nochmal. So. Bisschen Konzentration, ne? Komm schon, es wird was. So, das sah schon mal bedeutend anständiger aus als vorher. Wobei, ich hätte mich jetzt gefreut, wenn die Steine jetzt ja auch noch Fujikato gegangen wären. Aber naja, Angry Birds ist ein schweres Pflaster. Wer hier überlebt, der kann sich was drauf einbilden. Und wieder nur 74.000? Ey, Leute. Komm, gleich nochmal. So. Wo ist jetzt hier? Das gibt mir alles, mein Freund. Ja, so ist schön, so ist schön. Schön runterfallen. Natürlich keine 50.000 wie eben, aber das ist okay. Ja, irgendwie, ich glaube, ich werde das jetzt gleich mal anders starten. Komm schon, roll runter! So, ich werde das mal anders machen, denn das Level ist echt ein bisschen geistesgegenwärtig asozial gegenüber. Geistesgegenwärtig asozial, das so? Naja, ist egal. So. Könnte auf jeden Fall mehr bringen als das, was ich vorher hatte. Es hat auf jeden Fall definitiv mehr gebracht als das, was ich vorher gemacht habe. Ja, mit 94.000, da sollten wir schon ein bisschen vorankommen. Platz 13 haben wir die gute Mini geschlagen. Ja, Mini, die muss ich auch mal anschreiben. Ich weiß, wer du bist. Und natürlich 3 Sterne. So. Oh. Was haben wir denn hier Schönes? Interessant. Okay. Ich würde es jetzt mal so machen. Okay, also mit TNT-Schleuder. Das finde ich ja schon mal richtig geil. Okay, 80.000, 90.000 in dem Fall. Ich denke, das Level mache ich jetzt nochmal neu, weil das hat mir eigentlich bisher ganz gut gefallen. Also ich habe schon so viele Level gezockt, aber das ist mit Abstand wirklich mal. Na, machen wir später.
Das ist mit Abstand wirklich jetzt mal ein Level gewesen, was mir vom Zusagen, vom Sehen erstmal direkt gefallen hat. Das Level gab es auch schon mal. Ja doch, das gab's auch schon mal. Ich kann mich daran erinnern. Irgendwie ist das gerade total schlecht, was ich hier mache. Ja, sonderlich viel erreicht habe ich jetzt für mich. 94.000. Noch nicht mal die Mini geschlagen. Ah, den Wait geschlagen. Ja, und der wandert und der wandert. So. Okay. Das Level kenne ich tatsächlich auch schon. Das gab es auch schon mal irgendwie, irgendwann und irgendwo. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. So, genau. Ja, gleich am ersten Mal gerissen. Ja, perfekt. So muss das laufen. Was gucken wir mal, was wir jetzt haben. Jetzt habe ich auf die Punkte gar nicht geachtet. 83.000, okay. Ja. Ist jetzt nicht so schlecht. Aber natürlich wieder keine 3 Sterne. Die 3 Sterne brauchen wir natürlich. Die muss ich einfach haben. Hm. Ja, gut, hätte man jetzt besser machen können. Ja, komm, brauche ich gar nicht weitermachen. Ja, das muss ich dann sowieso gar nicht. So, jetzt aber. Nein! Er macht es nicht. Und nicht mal das macht er. Leute, was ist denn los? Und ich habe natürlich nur ein Earthquake oder ein Earthpick. Toll. Kann ich... Jetzt mach doch mal. Ach, Menno. Hier, komm. Scheiß drauf jetzt. So. 87.000, immerhin. Passt. Ich hoffe, ich kriege jetzt meine 3 Sterne. Und ich kriege sie hervorragend. So, nächstes Level. Auch das kenne ich schon. Das gab es auch irgendwie schon mal. Da habe ich das auch damals irgendwie so gemacht. Genau. Irgendwie so war das gewesen. Und dann nach vorne. In die Ecke rein. Ganze Glas zerdeppert. Noch den fetten Eier Joe Bird. Ja, irgendwie so war das gewesen. Ja, gut. 131.000, das ist eine Menge. Da kommen wir auf jeden Fall gut mit voran. 3 Sterne locker. Das gucken wir mal. Natürlich nichts geschafft, irgendwie großartig. Platz 11 ist natürlich jetzt gar nichts. Wenn ich hier so gucke, von 20 bzw. 18 Leuten ist das gar nichts. Ich glaube, ich mache das hier nochmal. Das hat mir eigentlich ein bisschen zugesagt. Machen wir nochmal von oben. Ich glaube, das ist wieder zu weit. Ja, es ist auch zu weit. Ja, komm, mache ich nochmal neu. So, jetzt aber. War jetzt auch wieder nicht so der Renner. Ich mach's nochmal. Wenigstens die 2 Türme hier wegknallen. Das ist schon sehr, sehr wichtig für mich. Ja. So, jetzt aber. Der geht wieder zu weit. Was ist denn los? Komm, hier. Letzter Versuch. Jetzt aber. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Komm schon. Ja, wieder nicht, sondern nicht gut. War auch total schlecht jetzt gerade. Aber ist okay. Komm, Alter, das kriegen wir definitiv noch besser hin. Ich habe eigentlich zwar gerade gesagt, letzter Versuch, aber ich mache es jetzt trotzdem nochmal neu. Ich überlege jetzt wirklich ernsthaft nochmal Mad Pair zu nehmen. So. Das war jetzt irgendwie genauso schlecht, aber ist okay.
wenigstens die zwei Türme wegbekommen. Kippe! Okay. Komm schon. Ey, dieser eine hier, weißt du, ganz ehrlich. Ja, gut. Also, das wird ja auf jeden Fall nicht so der Knaller werden in diesem Level. Machen wir einfach mal ein anderes nochmal. Welches haben wir denn? Das hier, genau. Das wollte ich eh nochmal mehr unter die Lupe nehmen. Bin ja mal gespannt, was wir jetzt da reißen können. Dass wir so ein Level ja kennenlernen, das warte mal. Okay. Interessant. Hm. Ja. War jetzt nicht so der Knaller. Machen wir nochmal neu. So, es kommt schon. Komm schon, komm schon, komm schon. So, das sieht schon mal super aus. Ich überlege gerade, ob ich den, den schwarzen Bird noch mit dazu nehme. Weil ich habe jetzt mal eine Idee. Guck, ob das funktioniert. Oh, ganz knapp. Ja, perfekt. Hm, gut, war jetzt irgendwie auch nicht so der Knaller. Gut, der Versuch war es wert. Hätte ja klappen können. Das ist dein Mädchen. Scheiß drauf. So, was haben wir hier noch? Das würde ich auch nochmal gern probieren. Denn da war ich total unzufrieden mit. Komm. Das muss doch möglich sein, dass die Dinger hier gegenknallen. Das muss. Ja, gut, so ähnlich sollte es dann in etwa aussehen. Nein, das war natürlich so klar. Ach, hier kommt Scheiß drauf. Mach ich jetzt die auch noch? Einfach nur, weil ich gerade Bock drauf habe. So. Jetzt aber. Es muss funktionieren. Komm schon. Irgendwie ein Tick höher. Wäre jetzt mal gar nicht so schlimm. So. War bedeutend genauso schlecht wie der von eben, der Versuch. Ja, 98.000 ist jetzt auch nicht so der Renner. Da würde noch mehr gehen. Und genau deshalb mache ich jetzt noch einen Versuch. Mein allerletzter. Der muss jetzt gut werden. Der muss jetzt richtig gut werden. Gib mir noch mal alles ein letztes Mal, Mrs. Puffbird. Oh, nein, ich habe gesagt, letzten, alle guten Dinge sind immer zwei. Nein! Natürlich heißt es, alle guten Dinge sind immer drei. Ja, ganz klar. So. Das sah auch schon mal bedeutend besser aus. Ja, das war definitiv bedeutend besser. 104.000, das ist bombastisch. Birdtastic. Birdtastisch. Finde ich ja super. So gefällt mir das schon besser. Man spürt das einfach, wenn man so Level hat. Man knallt die nicht gleich erst richtig weg, aber man spürt einfach, das ist ein Level, da kann man noch was rausholen. Ja, und so ein Level war das jetzt in dem Fall. Ja, immer noch Platz 11. Ja, den Rest hole ich im Laufe der Woche nach. Auf jeden Fall finde ich es toll, dass ihr immer noch mit am Start seid und ich freue mich schon auf die nächste Woche, was wir da für Level am Start sind. Und ich würde mich freuen, wenn irgendwann nochmal diese ganze Liste hier auch noch voll ist und die Liste auch noch voll ist. Das wäre ein Segen und meinetwegen die ja auch noch. Das wäre super. Also in dem Falle, ich wünsche euch eine schöne Woche, alles Gute und ich glaube nächste Woche haben wir ja auch schon Valentinstag, glaube ich, will ich meinen. Irgendwann mal im Laufe der Woche, irgendwann. Ich keine Ahnung wann, aber irgendwann nächste Woche. Und in dem Falle wünsche ich euch natürlich auch eine schöne Vorbereitung für den Valentinstag. Denn hier heißt es ja auch Valentinstag.
So, 3 zu 1. Ich hab's wieder. Valentine's Tournament. Also in dem Fall eine schöne Woche. Macht's gut und wir hören, sehen uns dann nächste Woche Donnerstag. Also haut rein, Rindeklatsch und denkt mal daran, es gibt nur eine Challenge, nämlich die Beat Challenge. Tschüss.